Nachhinein habe ich immer, weiß, wo was liegt. Derjenige, der es wiederfindet. So haben wir heute Abend den Kompromiss einfach geschlossen, dass wir die Lesungstexte vom heiligen Antonius nehmen, von Padua, der stammt als Patron, der, wie ich heute Morgen auch eine schöne Ikone gesehen habe, so ein schönes Bild, wo jemand vor der Antonius-Figur kniet und betet: Herr oder Antonius, hilf mir, mich selber zu finden. Vielleicht hilft er da ja auch. Oft ist man so auf der Suche nach vielen anderen und vergisst dabei, auf sich selbst zu finden. Und also Kompromiss, also die Lesungstexte von Antonius und die Gebete von der Votivmesse Maria, Mutter und Lehrerin. Sie ist unsere Mutter und sie lehrt uns letztendlich auch, Christus zu finden und hilft uns dabei. Und es gibt die vielen schönen Darstellungen der Mantelmadonna. Und so dürfen wir uns heute unter ihrem Schutzmantel hier bergen, uns von ihr lieben zu lassen und von ihr auch nochmal neu zusagen zu lassen: Ich nehme dich an die Hand, um dich zu Jesus zu führen. Jetzt hier auch ganz konkret in der Heiligen Messe. Und so wollen wir uns für diese Begegnung bereiten, indem wir das Schuldbekenntnis sprechen. Ich bekenne.